Yo, 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 YouTube-Crew, herzlich willkommen zu einem neuen Video am 3. Januar 2019. Es ist Donnerstag um bereits 15.32 Uhr. Leute, herzlich willkommen. Ich hoffe, das Video gefällt euch. Ich gebe mir natürlich immer One Way. Leute, was zittert? So, also was haben wir heute gemacht? Heute haben wir Push gemacht, 63 Minuten Cardio, Homeworkout, geduscht. Rasiert, 500 Gramm Magerquark gegessen und sonst nichts, Leute. Jetzt nehme ich auf. Wie ich auf Instagram bereits angekündigt habe, möchte ich jetzt die Off-Season, meine Aufbauphase, meine Improving-Season einläuten und zwar mit diesem Video hier, Leute. Logisch, oder? Weil ich es ja gesagt habe, dass ich ein Video drüber mache, ist vielleicht ganz interessant für einige von euch und deshalb mache ich das jetzt. Also Leute, ich habe jetzt durch die viele Diäterei und durch immer wieder im Aufbau essen, immer wieder im Defizit essen, herausgefunden für mich, dass ich bei 6000 Kalorien stehen bleibe. 6000 Kalorien, also 5500 bis 6000 Kalorien ist bei mir Erhaltungsbasis. Heißt, da nehme ich nicht zu, da nehme ich nicht ab. Wie habe ich das herausgefunden? Indem ich jeden Tag abwechselnd mal 4000, mal 8000, mal 4000, mal 8000, mal 4000, mal 8000, habe ich gemerkt, dass ich stehen bleibe mit dem Gewicht. Heißt im Schnitt 6000 Kalorien am Tag. Deshalb, Leute, werde ich jetzt zweimal die Woche 8000 Kalorien essen. Das ist immer am Sonntag und am Mittwoch. Warum genau da? Weil ich am Montag und am Donnerstag immer Push trainiere. Und da bei mir die Brust bzw. der komplette Drückapparat am schwächsten ausgebildet ist, möchte ich die hohen Kalorien einen Tag, bevor ich Push trainiere, esse, damit die Kraft am nächsten Tag zur Verfügung steht, essen. Ich glaube, das war jetzt ein deutscher Satz. Genau, heißt jeden Sonntag, jeden Mittwoch 8000 Kalorien. Gestern war Mittwoch, habe ich mir 8000 Kalorien reingehört. Ha, ich habe schon gedacht, fuck, Alter, ich habe mich schon echt schlecht gefühlt, muss ich sagen, so fuck, Alter, jetzt bist du wieder fett, aber ich muss das ablegen. Deshalb, genau, zweimal 8000, dann zweimal 4000. Das wird gegessen am Tag vor dem Pull-Training. Vor dem Pull-Training heißt, es ist immer am Freitag und am Dienstag. Da werde ich 4000 Kalorien essen. Warum mache ich das? Weil ich da ein bisschen Wasser abwerfen möchte, einen Tag davor, weil ich da Klimmzüge mache und ich meine Klimmzüge in meinen Plan lassen möchte und nicht auf Latzin umsteigen möchte. Wenn ich zunehme, werden die Klimmzüge schwerer, schön und gut, das sollen sie auch, aber eben nicht so drastisch, dass ich keine Klimmzüge mehr schaffe. Deshalb zweimal die Woche 4000 und an den restlichen Tagen werde ich 6000 essen. Heißt, Montag gibt es 6000 Kalorien, Dienstag 4000, Mittwoch 8000, Donnerstag 6000, Freitag 4000, Samstag 6000, Sonntag 8000. Heißt zweimal 4000 vor dem Pull-Training einen Tag, zweimal 8000 einen Tag vor dem Push-Training und dreimal 6000 einen Tag vor dem Beintraining. So wisst ihr auch gleich meinen Trainingsplan. Ich werde zweimal die Woche Push trainieren, zweimal die Woche Pull und dreimal die Woche Beine. Das war's. Beim Push und beim Pull-Training ist aber kein Armtraining dabei. Heißt, am Beintag, also wo ich im Gym Beine trainiere, werde ich zu Hause Arme trainieren. Heißt, dreimal die Woche Arme. Am Push-Day mache ich Upper Body Workout 1, das ist hauptsächlich Rücken. Und am Pull-Tag mache ich Upper Body Workout 2, das ist hauptsächlich Schulter und Brust. Das war's. Easy peasy, Leute, so mache ich's. Jeden Tag wird dreimal trainiert. Warum dreimal? Ich habe doch gerade zweimal gesagt. Weil ich ja noch Bauch trainiere, jeden Tag 12 Sätze. Das war's. Schritte 24.000 bis 30.000 Schritte am Tag. Das war's. Deshalb habe ich so einen hohen Verbrauch. Jetzt könnte ich auch sagen, beziehungsweise könnte man auch sagen, warum reduzierst du den Aktivitätslevel, den Sportpensum nicht einfach und esst nicht so viel? Warum? Weil ich es mag zu essen, weil ich so auch mal über die Stränge schlagen kann, ohne Fett anzusetzen, trotz Off-Season. Und weil es mir fucking Spaß macht. Deswegen, Leute. Und weil ich die Zeit dazu habe. Momentan noch, wenn ich dann wieder voll im Uni-Stress bin, wegen Lernen und voll in der Arbeitsding, voll im Arbeiten drin, schauen wir mal, ob ich das so beibehalten kann. Ich hoffe es natürlich, aber
es wird auf jeden Fall gehen. Ich finde Zeit dafür. Jeder Mensch findet Zeit, weil, Leute, wie gesagt, arbeite ich, wenn ich 6 Stunden am Tag arbeite, ich arbeite jeden Tag, 6 Stunden am Tag schlafe, sind 12 Stunden. Und 6 Stunden in der Uni bin, sind 18 Stunden, habe ich immer noch 6 Stunden Zeit für Sport. Also, jeder Mensch findet dafür Zeit, wenn man es möchte. Das war's jetzt, Leute. Aber eins möchte ich natürlich noch dazu sagen. Die 8000 Calorie Days werden natürlich gefilmt, weil das dann quasi meine Cheat Days, meine Cheat Challenges sind. Heißt, es wird jeden Mittwoch und jeden Sonntag ein Video von dem Cheat Day aufgenommen. Das kommt dann, das von Sonntag kommt am Montag online und das von Mittwoch kommt am Donnerstag online. Logisch, oder Leute? Ich werde das natürlich dann auch schön bearbeiten und auch geile Sachen essen, damit ihr das seht. Aber mein Grundnahrungsmittelpool bleibt der gleiche. Hähnchen, Reis, Blumenkohl. Magerquark, Whey. Whey gibt es nur an 8000 Kalorientagen und sonst alles jeden Tag. Warum Whey nur an 8000 Kalorien Tagen? Weil ich an den Tagen, an denen ich weniger Kalorien esse, mein Protein, mein Eiweiß zu mir nehmen möchte in Form von Fleisch und Quark. Dann natürlich Energy Cakes, die werde ich natürlich auch essen. Aber auch nicht höchstens, allerhöchstens jeden Tag 1 bis 3 Stück. Ich denke mal, am 6000 Kalorien Tag werden es 2 Stück sein, am 4000 Kalorien Tag wird einer sein und am 8000 Kalorien Tag werden es 3 sein. Mehr nicht. Warum? Weil ich, wie gesagt, mich hauptsächlich sauber ernähren möchte, clean ernähren möchte. Und da spiele ich dann einfach mit dem Reis, je nach Kalorientag, ob 4, 6 und 8000 Kalorien, werde ich halt mit dem Reis hoch oder runter gehen. Ganz easy, Leute. So werde ich es handhaben. Das war's jetzt, Leute. Ich wollte jetzt eigentlich noch ein Review machen über einen anderen Gegenstand, den ich mir vor kurzem gekauft habe, den euch auch interessiert. Und zwar der, beziehungsweise das Korsett, das werde ich aber dann im morgigen Video machen, Leute, sonst wird das hier Video hier zu lang, denn ich nehme schon wieder 8 Minuten auf und ich möchte hier allerhöchstens 8 Minuten aufnehmen. Muss eh einiges rausschneiden, deshalb ist kein Stress. Leute, wir sehen uns morgen im nächsten Video. Lasst gern Kommentare oder Fragen da, solltet ihr welche haben, würde mich interessieren. Ich bin da, um sie zu beantworten. Haut rein, Leute, danke fürs Zuschauen. Bis morgen. Servus. Habt ein schönes Wochenende, denn wenn ihr das seht, ist bereits Freitag. Und ich hoffe, ihr hattet einen schönen Freitag. Haut rein. Peace, Servus und Bitte.